Willkommen zu einem weiteren Opening hier bei mir auf dem Kanal. Ja, ich hab den Drang, permanent bedruckte Glitzerpappe in den Händen halten zu wollen. Und genau aus dem Grund habe ich mal wieder auf Card Market geshoppt. Aber es wird nicht nur ein paar Card Market Briefe geben, die wir hier gemeinsam in dem Video öffnen, sondern ich habe auch diese kleine schmucke Box, sehr geil verpackt in so Spider-Man Packpapier, von meinem guten Freund Jonas zugeschickt bekommen, denn der wollte mir ein paar Dragon Ball Karten zuschicken für mein Dragon Ball Deck, aber das klingt nach mehr als nur ein paar Dragon Ball Karten. Er sagte mir nämlich, da ist auch ein bisschen Spice für dich mit dabei. Ich bin mega gespannt, wie dieser Spice aussehen wird. Lass uns direkt in das Opening reinspringen, denn mir brennt's unter den Fingernägeln, diese Briefe und diese Box zu öffnen. Los geht's! So, und wir gehen direkt in den ersten Brief rein, denn diese wunderschöne Box, die mir der gute Jonas zugeschickt hat, die hebe ich mir bis zum Schluss auf. So, wir gehen direkt rein. Also hier ist auf jeden Fall was für meinen Sammelkartenordner. Denn wer es noch nicht wusste, ich vermute mal, ihr wisstet schon mittlerweile alle, ich sammle Unterweltler in englischer Sprachausführung. First Edition, höchste Rarität. Falls es bei der höchsten Rarität keine First Edition gibt, dann ist es so. Wichtig ist die höchste Rarität. Und ich, wie ihr seht, stelle mich wie der letzte Mensch an und versuche hier irgendwas rauszuziehen. Ah, hier haben wir aber ein paar Karten, glaube ich. Also passt auf. Dieser Sticker war hier mit drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt, was das für ein Sticker war. Aber ich zeig das euch mal am Ende. Wobei, komm, ich zeige es euch jetzt. Also, zack. So einen schönen Sticker wurde mir gegönnt. Finde ich schön. Keine Ahnung, wo ich den hinklebe, aber ich freue mich vielleicht einfach hier auf die Nieren. Einfach mal, ja, warum nicht? Danke auf jeden Fall für diesen Sticker. Freut mich auf jeden Fall sehr. Und dann haben wir hier Dragon Ball Karten. Und zwar habe ich mir dreimal, was, den habe ich mir ja nicht geholt, aber den hat er mir einfach so als Filler mit reingepackt. Also passt auf, das ist Beerus aus dem neuen Set, FB03. Den kann man auch in Rot spielen, aber dann eher im Beerus-Leader. Ich habe mir den hier tatsächlich geholt. Und zwar den neuen Vegeta. Der ist auf jeden Fall mega broken. Und ja, die Karte sieht extrem geil aus. Und Fun Fact, die kostet nur 1 Euro. Richtig geil. Ist auch nur eine Super Rare. Was noch viel, viel wilder ist. Also sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Davon 4 Stück und das Ding war auf jeden Fall einfach nur ein Filler, einer der neuen Leader aus FB03 und zwar Raging Raw heißt das neue Set. Auf jeden Fall schon mal sehr geil, über den Sticker freue ich mich auch sehr, danke dafür. So, wir gehen direkt rein in den nächsten Brief. Warum benutze ich eigentlich hier nicht mein geiles Schweizer Taschenmesser? So, passt auf, rein in, mit dem Schweizer Taschenmesser. Oh, der Slice, das war richtig smooth, das war doch mal richtig smooth. Und wir gehen jetzt rein in, was ist denn das hier alles? Was ist denn, hä? Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Also die erste Karte wird wahrscheinlich nur eine Filler-Karte sein. Was ist denn bitte? Ich habe hier auch den Namen. Nee, hä? Also, keine Ahnung. Wir gucken einfach mal, was hier alles mit drin ist. Denn ich habe mir natürlich neben Karten für meinen Sammelkartenordner, habe ich mir natürlich auch, ich schiebe das hier mal zur Seite, habe ich mir auch Karten für ein paar Rarity-Upgrades für mein Goat-Deck bestellt. Denn ich spiele tatsächlich in letzter Zeit ein bisschen Goat. Das ist kein Rarity-Upgrade für Goat, aber ist auf jeden Fall ein Rarity-Upgrade vom Schädelmeister. Denn den hatte ich aktuell, glaube ich, nur in Super Rare. Und von daher tut es auf jeden Fall sehr gut, den auch mal in Secret zu haben. Dann haben wir hier die Zauberkarte Wiedergeburt, denn ich finde es eine sehr, sehr gute Karte. Freut mich auf jeden Fall, dass ich die jetzt auch habe. Und da haben wir eine Karte für den Sammelkartenordner. Und zwar Ryu Kishin. Unterweltler aus KC01. Kaiba Collection? Irgendwie sowas. Boah, sieht auf jeden Fall geil aus. Geiler Holo-Effekt. Also, dass die Zähne und die Krallen und das Horn so funkelt und der Hintergrund, aber der Rest halt nicht. Sehr, sehr geil. Geht auf jeden Fall in den Sammelkartenordner rein. Dann haben wir hier nochmal Wiedergeburt, Wiedergeburt, Wiedergeburt und nochmal eine Filler-Karte. Sehr nice. Schieben wir auf jeden Fall zur Seite und gehen direkt in den nächsten Brief rein. Ja, diesmal wird es ein, ich sag mal, ein überschaubares Opening. Denn so viel habe ich tatsächlich nicht bestellt. Ich glaube, es sind 10 Briefe oder so. Wer meine Openings kennt, der weiß, dass da auch mal 30 Briefe auf dem Tisch landen. Aber ja, wir gehen mal hier direkt in die nächste Karte. Und zwar haben wir hier einen wunderschönen... Warte mal, habe ich die nicht in... Gab es die nicht in... Wie habe ich die denn bestellt? Ich weiß es gar nicht. Ich überlege gerade, ob es die in, nee, in First Edition... Nee, wahrscheinlich nicht, weil es mir für, fürs Deck, fürs spielbare Deck, für Goat egal ist. Aber nochmal zweimal Nevdoria. Sehr geile Karte, sehr geiles Monster.
Geht auf jeden Fall direkt rein in mein Goat-Deck. Und wir gehen rein in den nächsten Brief. Oh, ist auf jeden Fall ein dickerer Brief. Müssen wir mal gucken, was da so... Ich will hier natürlich auch nichts... Oh, das ist schwer aufzumachen. Ich will nichts kaputt machen. So, da sind wir drin. Zack, einmal aufgesliced. Wie mit einem Messer durch warme Butter. Was ist hier Verrücktes? Das ist eine extrem wilde Verpackung. Also, aber verpackungstechnisch habt ihr euch diesmal richtig was einfallen lassen. Ein freizügiger Sticker, hier so eine McDonald's-Verpackung. Also, was ist denn hier los? Geil, Alter. So, wir gehen mal rein. Ist auf jeden Fall heftig verpackt. Da ist auf jeden Fall, blitzt schon der erste Unterweltler hervor. Boah, das ist auf jeden Fall sehr brutal verpackt, Alter. Falter, ey. In so einem fetten Tütchen. So, da gucken wir uns einfach mal hier die Karten an, die ich mir hier rangeholt habe. Da haben wir auf jeden Fall... Hä? Was ist denn das? Ist das einfach nur geschenkt? Weil ich habe nichts mit den Karten zu tun. Habe ich mir nicht bestellt. Das sind auch englische Karten. Ich spiele nur deutsche Karten und sammle englische Karten. Das macht für mich hier keinen Sinn. Aber was auch immer das ist, danke dafür. Entscheidend und wichtig wird es jetzt hier. Und das ist wirklich sehr gut verpackt, weil hier ist auch noch so eine kleine Lasche zum Rausziehen. Sehr geil im Toploader. Wobei die Lasche ist gleichzeitig auch ein Sticker. Wie kriege ich denn das jetzt hier ab? So. Gut verpackt. Also wirklich sehr gut verpackt. Ich hoffe, ihr konntet es gerade gut sehen. Und zwar kommen wir hier zu zwei Karten. Also was ich jetzt für mich beschlossen habe, ist, dass ich erst alle Vanilla-Unterweltler sammle. Und dann weiter mit den Effektmonstern mache. Denn ich hab in meinen Ordner geguckt. Hab einen zweiten Ordner gekauft, um das Ganze umzusortieren und hab dann gemerkt, das ist, ich weiß nicht mehr, wo ich weitermachen soll. Und hab dann für mich entschieden, mal geguckt, wie viele Vanilla-Unterweltler es gibt. Es gibt, glaube ich, irgendwie so 51, 52, wenn ich mich richtig erinnere. Und deswegen bestelle ich erstmal alle Vanilla-Unterweltler. Das ist aus dem Astral-Pack 7. Ich glaube, die gibt es auch nur in diesem Pack, wenn ich mich nicht irre. Und dann haben wir hier noch den Lord of the Lamp. Bei dem ist es genauso. Auch aus dem Astral-Pack 7. Sehr geil. Sehr, sehr smooth. Ja, zwei Unterweltler, die direkt in meine Sammlung gehen. Warum der nette Kollege hier ein Unterweltler ist, weiß ich nicht. Bei dem kann ich es mir vorstellen. Hat auf jeden Fall einen extrem gefährlichen Schnauzer. Aber bei dem hier weiß ich es nicht. Aber geht auf jeden Fall direkt in meine Sammlung. So, und wir gehen mal rein in den nächsten Brief. Also hier sind Briefe tatsächlich aus aller Welt. Ich habe Slowenien, glaube ich, Frankreich, Italien müsste hier auch dabei sein. Weil dort trotz Versand die Karten immer noch am günstigsten waren. Und da dachte ich mir, ja, hier sehen wir es auch schon. Da, Frankreich. Und ich mir dachte, ist mir egal. Ich bin im Urlaub. Wenn ich zurückkomme, sollen die Karten da sein. Das ist auch dementsprechend passiert. Umso mehr freue ich mich, dass ich dieses Opening hier mit euch teilen darf. So, Achtung. Sehr schön in Papier verpackt. Und es ist... Yo! Ein Rare... Also, die habe ich schon zum Sammeln. Und ich habe eine, jetzt glaube ich bei der, war das Europameister? Ich habe eine geschenkt bekommen. Es tut mir leid für den, der das Video jetzt sieht. Ich kann mich nicht mehr hundertprozentig erinnern, wann und wie ich sie geschenkt bekommen habe. Wahrscheinlich auch im Rahmen eines Fanpost-Openings. Und ich spiele aber zwei in meinem Goat-Deck. Also eine hat, also die mir geschenkt wurde, danke nochmal dafür, die ist in meinem Goat-Deck gelandet. Und jetzt kommt die zweite auch noch dazu, die jetzt auch in meinem Goat-Deck landet. Denn, also sorry, das muss schon zweimal dieselbe Rarität sein, die ich da spiele. Da kann nicht einfach noch eine Super-Rare mit drin sein. Und deswegen haben wir hier die unfassbar schöne Dark Necrophyr aus dem Movie-Packs, das glaube ich. Movie-Collect, Master-Collect, keine Ahnung. Aber ist auf jeden Fall geil. MC1, weiß nicht mehr, was es ist, lange her. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Kommt auf jeden Fall auch direkt in mein Goat-Deck. Alter Falter, ey. Ja, ich spiele gerade Goat. Ich spiele gerade Goat. Macht mir Spaß. Sehr, sehr entspannt. Weniger... Also treibt den Puls auf jeden Fall nicht so in die Höhe wie das moderne Yu-Gi-Oh! Und ich finde, in Anbetracht der aktuellen Meta mal was anderes zu spielen und mal ein paar entspannte Runden auch mal ab und zu machen. Denn manchmal, ne, keine Ahnung, kriegst du eine Nachricht vom Kumpel, ey, Bock auf Remote. Und dann ist es 23 Uhr und du denkst dir so, oh, jetzt noch Yu-Gi-Oh! Aber Goat geht irgendwie immer. So, passt auf. Das ist hier auf jeden Fall auch sehr, sehr gut verpackt. Und was haben wir da drin? Eine weitere Karte für den Sammelordner und zwar den dreiköpfigen Gedo. Three-Headed Gedo. Aus Pharaoh Servant. Die sieht aber auch sehr, sehr clean aus. Geil, Alter. Diesmal tatsächlich... Die, also wenn, als Nirmint stand drauf und Nirmint habe ich bekommen. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Sehr, sehr cool. Ja, ich sammle jetzt erstmal alle Vanillas. Und wenn ich mit den Vanillas durch bin, mache ich weiter mit den Effektmonstern.
Und hier weiß ich gar nicht, wo ich hier aufreißen soll. Wo ist denn hier die Lasche zum Aufreißen? Ah, hier auf der Seite. Genau, und dann mache ich weiter und dann arbeite ich mich, glaube ich, erstmal von Deckthema zu Deckthema. Und wenn ich alle Deckthemen beisammen habe, dann vielleicht die Einzelkarten. Oder andersrum. Ich mache erst die Einzelkarten und dann die Deckthemen. Hier haben wir auf jeden Fall eine Pokémon-Karte. Aber ich sehe, die wurde eher zum Schutz benutzt, als dass ich sie spielen soll, weil die wurde nämlich mit Tesa getaped. Ja, da versteckt sich was drin. Da versteckt sich was drin. Das sehen wir auch alle hier sehr, sehr gut. So, ich benutze mal mein Messer. Ansonsten wird das nichts. Zack, aufgeschlitzt. Nochmal auf der anderen Seite. Aufschlitzen. Immer wieder aufschlitzen. So, und jetzt muss ich noch hier rankommen. Boah, das ist aber wirklich sehr, sehr... Oh, das war richtig smooth. So, passt auf. Da haben wir... Wenn ich sie rausgezogen bekomme... Nee, sie klebt auf der anderen Seite fest. Ich flip aus, Alter. Ich flip aus! Ja, die klebt wirklich einfach mal auf der anderen Seite fest. So. Achtung. 3, 2, 1. Da haben wir... Ryukishin macht. Also es gibt einmal den normalen Ryukishin. Wo ist denn der Kollege? Warte, ich suche den nochmal. Dann kann ich ihn euch nochmal in die Kamera halten. Habe ich nicht mehr. Da. Einmal haben wir hier den normalen Ryukishin. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr düster aus. Und dann haben wir noch hier den Ryukishin macht. Also Ryukishin powered. Kann man schön an der Seite rausziehen. Warte mal. K1001. Das ist doch der Koffer. Das ist der Kaiba-Koffer, oder nicht? Die ist aus dem Kaiba-Koffer, genauso wie die andere Karte, die ich hier habe. Die sind beide aus dem Kaiba-Koffer. Beide in der höchsten Rarität. Sehr, sehr geil. Ich freue mich drüber. Oh, das Foiling für die Karten aus dem Kaiba-Koffer, habe ich das Gefühl, sieht schon ein bisschen besser aus. Ich finde eh geil. Eine Vanilla in Holo ist irgendwie geil. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es geil. So, Ryukishin powered, den wir hier auf jeden Fall am Start haben. Wir kommen zum letzten Brief und danach gehen wir rein in den geilen Karton, den ich von Jonas zugeschickt bekommen habe. So, aufgepasst. Aufgepasst, zack. Was haben wir hier noch drin? Letzter Brief. Letzter Brief, in den wir hier gemeinsam reingucken. Wir sehen hier One Piece Sleeves. Ah ja, es sind One Piece Sleeves. Ja, ich habe mir... Oh, so, da kann ich tatsächlich ein bisschen gröber mit umgehen. Ich habe mir für meine Dons, denn wer es nicht weiß, bei One Piece gibt es Dons, die man jeden Zug dazu bekommt. Im ersten Zug hat man einen, dann kriegt man zwei und so weiter und so fort. Also zwei dazu, man kriegt immer zwei dazu pro Runde. Und ich habe die Sleeves beim Kumpel von mir gesehen. Ich glaube, Daniel hatte die. Oder Basti, einer von beiden. Shoutouts gehen auf jeden Fall raus an beide. Und auch nochmal Shoutouts raus an Gabo. Diese extrem geilen Sleeves. Und da werde ich meine Dons reinbuttern. 10 Sleeves für 10 Dons. Richtig, richtig geil. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde die sehr, sehr clean. Sehr, sehr nice Sleeves. Ja, Sleeves waren hier tatsächlich auch mit bei. Jetzt schieben wir das ganze Zeug hier zur Seite, denn jetzt wird es auf jeden Fall spannend. Denn jetzt wird es spannend. Ich bin mega gespannt, was mir Jutta Jonas zugeschickt hat. Also das ist hier irgendwie ein Karton, aber irgendwie fühlt er sich auch sehr weich an. Ich muss mal gucken, dass ich den so aufschneide, ohne dass ich mir erstens in die Hand schneide und zweitens, so erst, geiles Verpackungspapier. Geiles, also verpackungstechnisch ist die Folge auf jeden Fall eine 10 von 10. Wir haben einen Sticker, McDonald's. Französische Zeitung und jetzt hier so ein Spider-Man-Verpackungspapier. Ich muss sagen, das ist auf jeden Fall richtig... Ah, das Ding, der hat das in so eine Boosterbox gepackt. In so ein Display. Genau, so sieht ein Display Raging Raw aus. Stellt euch das Ganze ohne diese Mr. Specs-Werbung hier vor. Und da sind Karten drin. Das fühlt sich vor allen Dingen nicht an nach nur den Karten, die ich gebraucht habe. Das fühlt sich auf jeden Fall nach mehr Karten an. Denn der Kollege hat, glaube ich, 2 Displays hat er gerippt. So, ich schneide das hier jetzt mal so auf. Ja, so habt ihr auch noch nie einen Menschen Display aufmachen sehen, ne? Genau, er wollte mir eigentlich nur ein paar Karten zuschicken, aber wie es aussieht, hat er mir jede Menge mehr zu... Ach du Scheiße, ey, was soll ich da... Was ist denn das alles hier? So, pass auf. Set Bulk, hast du mir Müll zugeschickt, Jonas? So, wir gehen hier auch gleich mal durch. Was wir da alles haben. Übrigens, pass auf. Beim Jonas, falls du das Video siehst, beim Öffnen dieser Box fällt mir gerade auf, dass du mir auch hättest die, die Reiju-Karten, die du doppelt und dreifach hast, zuschicken können. Denn, Purple Reiju ist auf jeden Fall ein Deck, wo ich schon länger drüber nachdenke, es zu spielen. Also in One Piece. Vielleicht sind sie hier mit bei, ich vermute mal nicht, aber... Der Gedanke kam mir erst danach. So, wir gehen hier mal relativ flott durch. Also wir haben hier jede Menge Karten fürs Dragon Ball Deck, fürs Dragon Ball TCG.
Auf jeden Fall sehr, sehr cooles Zeug dabei. Die fühlen sich, ich überlege gerade, ob die anders aussehen und sich anders anfühlen als in den ersten beiden Sets. Aber wie ihr seht, jede Menge Commons hier auf jeden Fall am Start. Dann gibt es auch noch die ein oder andere hübschere Holo, die hier mit drin ist. Für die unterschiedlichsten Deckthemen da neuer Leader, und zwar Majin Buu bzw. Barbili. Sehr, sehr cool. Hier haben wir noch ein paar weitere Karten, alles schön nach Farbe sortiert. Danke dafür, Jonas. Hier haben wir auch nochmal eine schöne Rare, die hier ordentlich funkelt. Also wie ihr seht, aus so einem Display, hat zwei Displays gerippt. Also kriegt man wahrscheinlich aus zwei Displays, zumindest Rares und Commons, kriegt man auf jeden Fall irgendwie im Playset jeder Karte hin, die man so braucht. Aber bei alternativen Artworks und bei Super Rares oder Secrets wird es dann auf jeden Fall ein bisschen schwieriger. So, wir gehen hier einfach mal durch die ganzen Karten durch. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Dann haben wir Videl, auch cool. So, sind noch unten heißer Spice dabei. Hier haben wir auf jeden Fall Mr. Satan. Warum der Mr. Satan im Deutschen heißt, weiß ich nicht, aber hey, ist wie es ist. Dann haben wir hier den Trunks. Future Trunks. Und ein paar weitere extrem nice Karten. Ich gehe auf jeden Fall einmal alle mit euch gemeinsam durch. Nicht, dass ich hier irgendwas übersehe. Vielleicht hat er mir eine Altart reingeworfen. Ich glaube nicht. So, wir gucken mal, was wir hier noch Spannendes haben. Also auf jeden Fall, ich spiele aktuell Rot. Entweder Top Q, also Tournament of Power Goku, oder den Universe 7 Goku. Hab aktuell nur ein Deck. Jonas hat zwei Decks. Auch Goku, den roten Goku und Blau Vegeta. Blau ist es oder gelb? Ich weiß es gerade nicht. Blau. Ich sage jetzt einfach mal Blau. Ich glaube, es ist Blau Vegeta. Guck mal, hier haben wir eine schöne Super Rare. Son Gohan am Start. Und noch ein paar rote Karten. Jetzt kommen wir zu den weiteren roten Karten. Mal gucken, ob wir hier noch ein paar interessante Commons finden, die ich in mein Deck ballern kann. Also gelbe Karten sind hier auf jeden Fall ohne Ende. Ich überlege gerade, war das gelb oder war das der blaue Vegeta? Ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch egal. War auf jeden Fall ein Vegeta. Kommen die so vor, als ob wir uns das... Ah, hier. Die ist auf jeden Fall auch interessant. Die nehmen wir mal mit. Rote Karte. Sehr gut. Dann haben wir hier noch ein paar gute Karten für den Jiren. Karten für Berus Leader. Noch irgendwas Interessantes hier mit am Start. Also wie ihr seht. Ja, es gibt die hier Buggy, der Clown hat sich auch verirrt. Die Karten, ich finde die optisch sehr, sehr cool. Nicht alle. Viele haben halt irgendwie auch immer dieselbe Kampfpose. Also ich muss schon sagen, so nach drei Sets und den Karten, die ich bisher gesehen habe, muss ich auf jeden Fall sagen, dass Artwork-technisch One Piece für mich Nummer 1 ist. Also was da an Artworks rauskommt und wie die Raritäten gemacht sind und ist auf jeden Fall Nummer 1. Und Dragon Ball kommt irgendwann weit dahinter, weil irgendwie ich bisher alles, so was ich an Karten gesehen habe, das Spiel macht Spaß, ist sehr, sehr simpel. Also wie ihr seht, so viele der Karten sehen halt gleich aus. Klar, die Raritäten, die hauen rein. Aber so sind immer irgendwelche Kampfposen, Kamehamehas und. Ich bin mal gespannt, ob da in Zukunft noch irgendwie interessanteres Zeug kommt. So, damit kommen wir auch zum Ende des Videos. Ich hoffe, dieses Opening hat euch gefallen. Falls dem so war, lasst gerne ein Like unter dem Video. War auf jeden Fall mal ein knapperes, kürzeres Opening, denn so viel habe ich nicht bestellt. Versuche mich gerade so ein bisschen zurückzuhalten und den Sommer auf eine andere Art und Weise zu genießen. Ansonsten könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare ballern, was ihr so für TCGs gerade einkauft, neben dem Yu-Gi-Oh! TCG, ne? Denn wir wissen ja alle, Yu-Gi-Oh! Ist gerade in so einer schwierigen Situation. Was zockt ihr so? Ich zock gerade zu viel. Pokémon, Dragon Ball, One Piece. Ich muss mich gerade auf eins fokussieren. Vor allem auf Pokémon muss ich mich fokussieren, denn ich bin Ende September auf einer Pokémon-Regio in Dortmund. Das ist vergleichbar mit einer YCS. Das heißt, ich habe jetzt einen Monat Zeit, mich so weit vorzubereiten, dass ich zumindest mit einem Unentschieden rausgehe und nicht komplett massakriert werde. Dass ich da positiv rausgehe, das glaube ich nicht. Aber mal gucken, was passiert. So, ich wünsche euch eine spitzenmäßige Zeit. Lasst es krachen, damit beenden wir auch das Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.